Das wollen sie sich nicht gefallen lassen. Nach der Ankündigung der Ampelregierung in Berlin, Agrarsubventionen in Zukunft zu kürzen, haben Landwirte in der Hauptstadt demonstriert, um ihrem Ärger Luft zu machen. Und jetzt für unseren eigenen Betrieb habe ich die Kfz-Steuer und den Diesel mal leicht überschlagen, was es für uns bedeuten würde. Das würde bei uns eine Belastung von 20.000 Euro im Jahr mehr bedeuten. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied kündigte Proteste in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an, sollte die Ampel an ihren Plänen festhalten. Die Kürzungen brächten Risiken mit sich. Die Lebensmittelpreise würden steigen, also zusätzliche Inflation. Der Strukturwandel würde sich massiv beschleunigen und wir würden eine weitere Verlagerung der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ins europäische Ausland zur Folge haben. Am Ende würden wir ein Stück weit, und wir sind in einer Krisenzeit, möglicherweise die Ernährungssicherung in Gefahr bringen. Das geht so nicht, das muss zurückgenommen werden. Ausgebuht, stellvertretend für die Ampel, wurde am Montag Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, obwohl er angekündigt hatte, die Kürzungen abmildern zu wollen. Glauben Sie mir, solche Nachrichten können einen nicht kalt lassen, sondern sie müssen uns allen Verpflichtung sein. Ja, ich meine, wir müssen den Haushalt konsolidieren. Durch die Klage der Union und das Urteil des Verfassungsgerichts reichen die Einsparungen nicht. Das habe ich auch großen Respekt davor für den Kanzler, für den Finanzminister, für den Vizekanzler. Ich will auch das Paket gar nicht aufmachen, das verstehe ich ja. Aber ich glaube, an der Frage lohnt es sich nochmal einen zweiten Blick, ob wir nicht das teilweise anders kompensiert bekommen. Um ein Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 zu stopfen, will die Bundesregierung den steuervergünstigten Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abschaffen. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP sagte zuletzt, die Bedenken der FDP-Fraktion und Özdemirs müssten, Zitat, ernst genommen werden. Auch die Grünen zeigten sich am Montag offen für Nachbesserungen.